Ja, wir stehen ja hier immer noch an dieser Achtung, durchsuchen steht bevor, Anordnung der Polizeibehörde von Columbia. Ja, eigentlich im Hintergrund brennt vor uns, ist die Polizei. Wir müssen hier durch. Ja, bleibt nicht viel übrig. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Finger spreizen, Beine spreizen, stillstehen. Halten Sie still. Na, da komme ich nicht durch. Ich weiß schon was. Kommen Sie. Zum Glück rennt sie ja nicht allzu weit. Ja, Elisabeth. Ich verstehe nicht, warum Sie uns alle aufhalten, nur um diesen einen Mann zu finden. Hast du das mit der Statue gehört? Mein Gott, was ist los? Die sollten Finkten einfach ausräuchern und fertig. Was passiert da? Die sollen Finken einfach ausräuchern. Kommen Sie mit. Und sie suchen, wir sehen sie ja. Ein Mulatto-Dwarf. Also ein Zwerg, ein Mulatten-Zwerg. Eigentlich müsste ich mich hier gerade... Wir könnten Stunden hier stehen. Ihr meint jetzt aber nicht im Ernst, dass ich euch hier stundenlang zuschaue, ob es hier was noch gibt. Nee, wir können eigentlich ohne Bedenken hier durch. Ja, das diskrete Hüsteln. Ich hab's ja verstanden. Hallo? Was reizt sich denn? Also, Elisabeth, du bist ja nicht gerade unauffällig. Na komm. Soll ich den Ricola geben? Na, wer hat's erfunden? Wo gehst du denn? Ja, okay, dann halt keine Ricola. Also, nicht gleich wegrennen. Ach, furchtbar, Frauen. Kaum sind sie dabei, wird's hektisch. Hey, Bulle, zieh dir den an. Der ist verdächtig, wenn du mich fragst. Ja, ja, ja. Ruhe da unten, Pete. Geh heim und schlaf deinen Rausch aus. Frechdachs. Ich nehm dir gleich die Flasche weg. Na? Ach, das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Oh ja, das werden wir noch. Oh ja. Nicht unaufgefordert mit den Gästen sprechen. Gäste sind stets mit Sir oder Madam anzusprechen. Ah, wir befinden uns offensichtlich in der Personalkammer. Was hast du entdeckt? Ist ein bisschen dunkel, ich kann es nicht erkennen. Ich weiß, dass es die Zeitung ist, aber die Schlagzeilen von morgen... Okay, das ist der Schreibtisch hinter uns. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oder die lassen den ganzen Krempel einfach für mich liegen. Der wird eifrig geschrubbt. Wenigstens nicht mit der Zahnbürste. Oh. Hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Och, lass dich doch nicht von mir einschüchtern. Also in der Zwischenzeit schwimme ich wirklich im Geld. Es sind jetzt schon fast 1.500 Dollar. Es war für die Zeit ein wahres Vermögen. Doch wir hören ja den Verkaufsapparat hinten schon schreien. Hier drüben. Ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Schön, wie sie sich Sorgen um mich macht.
Was bietest du mir denn an? Oh. Nee, will ich nicht. Elisabeth, darf ich das aufbewahren für später? Für schlechtere Zeiten? Eine Garantie? Wer hat schon Zeit für all den Papierkram? Die Sprüche sind immer wieder schön. Okay, den kennen wir schon. Verhält sich Ihre Haushälterin verdächtig? Stellen Sie ihr ein paar Fangfragen, wie etwa: Finden Sie nicht, die Vox Populi hat ganz recht mit Ihren Beschuldigungen gegen den Propheten? Und bestimmt waren Freunde von Ihnen bei Ihrem Treffen. Würde mich auch mal sehr interessieren. Und nun wieder Musik. Denunzieren. Ach. Das wird irgendwie besser hier. Lauschen wir lieber Audiolog. Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. Dann, als sich die Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah man ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Offensichtlich nicht gut zu sprechen auf uns. Die Ausrüstung ist eine Art... Ja, das kennen wir ja. Muss ich ja nicht mehr vorlesen. Was ist denn dieses Mal? Neustiefel. Tod von oben. Erhöht an Skylines den Schaden von Waffen um 30%. Unsere ersten Treter, die sicher bald einen Einsatz haben. Testen Sie schon heute die Produkte von morgen. Und die beiden scheinen wir doch zu kennen. Hey, Mister. Wir wollen Ihnen helfen. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Ohne Sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie Sie kommt. Und das ist das Geschenk, das Sie mir mitgebracht haben. Neuhut Munitionskapazität. Beim Schießen haben leeren Clips eine 40%ige Chance auf automatisches Füllen ohne nachzuladen. Jetzt kann ich das erste Mal einen Vergleich anzeigen, denn offensichtlich habe ich ja schon einen Hut. Und ist der Hut der brennende Heiligenschein. 70%ige Chance, dass Nahkampfziel in Brand gesetzt wird. Opfer nimmt viel. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem, was ich habe. Das heißt, ich nehme es jetzt nur direkt mit, ziehe es aber nicht an. Trotzdem vielen Dank, meine beiden. Ich hoffe, ihr könnt doch noch Flitterwochen feiern. Und diese Strafkleider bald ausziehen. Wir haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Ich bin ein bisschen mutiger. Ja, sorry. Bitte, Sir, bitte. Wenn man sie hier findet, bin ich schuld. Du müsstest mir ja nicht nachkommen, Elisabeth. Fathers of lies, you see nothing. Also hier herrscht eine ganz andere Stimmung gegenüber dem wahren Propheten. Bitte, wir gehen wieder. Ich muss immer aufpassen, ihr nicht Lisbeth zu sagen. Eine Dame mit Werte. Das gefällt mir. Halte diesen Bereich sauber, es ist dein Job. Also die Unterschiede zwischen diesen Toiletten und den anderen Toiletten, die wir bisher gesehen haben, sind schon gravierend. Wir finden auch nichts Wertvolles. Würde ich jetzt sagen. Komm, wir gehen wieder an die frischere Luft. Gehen stattdessen lieber in die Spielhalle. Wow. Mr. DeWitt. Flawless Flintlock. Die neueste Ausgabe der Serie. Das Erscheinen wurde dreimal verschoben.
Alter, musste vermutlich zuerst gepatcht werden. Wollen wir es zusammen antun? Du rennst schon weiter. Na komm, wir schauen uns mal an. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Ein Schlaukopf reinigt jeden Sonntag ungefragt das Gewehr seines Vaters. Ein Schwachkopf schießt jeden Tag Mäuse damit und stellt das Gewehr schmutzig zurück. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Ich nehme mal an, es wurde dreimal verschoben, um an der Geschichte zu feilen. Wirklich Sinn macht's nicht. Das war jetzt... Okay. Der Flintlock. Wollen wir mal sehen, was die Proud Pose ist. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Wenn ein Schlaukopf die kolumbische Hymne hört, nimmt er Haltung an und singt stolz und kräftig mit. Wenn ein Schwachkopf die kolumbische Hymne hört, sagt er nur: Das Lied wieder. Ich bin zu faul zum Mitsingen. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Ein bisschen Propaganda wieder mal für Kinder. Skulking Stranger. Bist du ein Schlaukopf oder ein Schwachkopf? Wenn ein Schlaukopf eine verdächtige Person sieht, meldet er sie sofort bei den Behörden. Wenn ein Schwachkopf eine verdächtige Person sieht, ignoriert er sie und widmet sich lieber seinem neuen Roller. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Okay. Hüpft doch nicht so aufgeregt herum. Macht mich ja ganz nervös. Kennen wir schon? Kennen wir schon. Die drei kennen wir schon. Kennen wir auch schon. Kennen wir ebenfalls. Ah, ich würde sagen, die kennen wir alle. Nichts zu erzählen. Na komm, lass dich bitte nicht beeinflussen davon. Das ist reines Propagandamaterial. Ich kenne bessere Geschichten. Den wird sicher wieder schwindelig. Verzeihung, aber darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Danke, Herr. Ich bin jetzt unsicher. Haben wir die schon gesehen? Ein Rückblick auf die Anfänge. Der Traum des Propheten wird endlich Flüge. Ich glaube, die haben... Ja, die kennen wir doch schon. Ich glaube, das kennen wir auch schon. Glaube ich, Wiederholung. Der Prophet widersteht Feind. Ja, das kennen wir auch schon. Ja, und den kennen wir auch schon. Das ist mit der Abspaltung. Der arme Kerl macht tiefer. Ihr geht's nicht gut. Was heißt das nicht gut? Nun, ein Storch, kein Ehemann. Sie sollte für ein paar Monate nach Finken verschwinden oder so wohin. Und dann wiederkommen. Würde doch kein Mensch merken. Elisabeth, du hast da was fahren lassen. Brauchen wir Geld? Oh, hier. Immer. Perfekt getimt. Vielen Dank, meine Liebe. Kennen wir. Ach, es scheint nicht mehr Geschichten zu geben. Ich schwör's, der Service hier wird von Mal zu Mal schlechter. Er steht direkt neben euch. Oh. Warum gibt es eine Toilette für Farbige und eine für Weiße? Ist eben so.
Das macht's doch nur unnötig kompliziert. Was sie recht hat, hat sie recht. Hier wird Werbung gemacht für die Hall of Heroes. Dann nimmt Platz, es könnte länger gehen. Ach, Elisabeth, Elisabeth, ich könnte dir den ganzen Tag zusehen. Wo sind wir denn hier? Männertoilette? Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Nein, natürlich nicht. Eine anständige Dame macht das nicht. Alles okay. Es ist nicht schön, sie macht sich Sorgen um mich. Als Junge hatte ich einen Hund namens Bill. Sekunde noch. War Bill ein loyaler Freund. Hätten wir ihn nicht gefüttert, Bill wäre loyal gewesen. Hätten wir ihn geprügelt, Bill wäre loyal gewesen. Erst wenn der Farbige dies von sich behaupten kann, wird er seinen Platz in der Gesellschaft finden. Also, der Hund ist mehr wert wie der Farbige. Haben wir daraus gelernt. Kannst du mal kurz wegsehen, bitte? Ich muss ganz kurz... Ich habe, glaube ich, hier drin was gehört. Unbedingt, dass wir verhaftet werden? Wie sie schaut. Ja, bitte schaut doch draußen ab. Oh, ja, wir sind ja nur kurz hier. Ich gehe ja gleich wieder. Furchtbar. Kann man die Begleitung auswechseln, bitte? Ich fühle mich beobachtet. Du bist schon zum Pferdeschäden, aber ein bisschen... Sagen Sie, was suchen Sie eigentlich hier drin? Ist ja gut, wir gehen ja wieder. Ach. Ich glaube, den kennen wir noch nicht. Die Lösung des ihren Problems. Seht den Trinker, den Faulenzer. Seht die Hure, seine Gebärmaschine. Hoppla. Zusammen zeugen sie zukünftige Vox Populi. Schickt sie mir, sagt Jeremiah Fink von Fink MFG. Sie werden arbeiten oder bei Gott beim Versuch zugrunde gehen. Nehme ich jetzt an. Es ging zu schnell. Sonst ist es nur sinngemäß. Okay, die Iren werden offensichtlich ins Arbeitslager geschickt. Dass du rumrennst und sämtliche Mädchen abküsst, ist eine Sache. Aber die kleine Mary McCarthy? Und diese schreckliche Erin O'Malley? Wenn dein Vater das erfährt. Ah, schlimm genug, dass er diese Kartoffelfresser bei sich beschäftigen muss. Oh, Frederick, du bringst mich noch zur Verzweiflung. Ach, du mich aber auch, hallo? Irische Mädchen sind zum Küssen da. Offensichtlich noch nie dieses Lied gehört. Sie. Lassen Sie sich mit unserem Landesvater fotografieren. Er hat den Kirschbaum gefällt. Er hat den Delaware überquert. Auf Knien hat er das Schwert des Engels Columbia empfangen. Kommt, Leute! Zeigt eure Treue zu Flagge und Nation! Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Comstock will sich um sie kümmern. Ich weiß nicht. Manchmal denke ich, die Vox Populi sind einfach... Naja, ich habe nie einen getroffen. Das ist ja das Raffinierte. Man sieht sie nicht, aber sie sind überall. Schon wieder. Sir, wissen Sie zufällig, wie spät es ist? Es ist ungefähr 7:30. Oh, danke. Elisabeth...
das war eine Anmache. Lass mich doch bitte das nächste Mal dies regeln. Ich gebe dir lieber... Na komm, wenn diese... Ich gebe dir lieber hier. Eine Zuckerwatte. Elisabeth, hier. Na komm, eine Zuckerwatte. Also letztes Mal habe ich das geschafft. Ich weiß nicht mehr, wie es ging. Aber letztes Mal hat es... Nein, Elisabeth, jetzt hol dir doch eine Zuckerwatte. Schade. Ach, Elisabeth, Zuckerwatte. Ich probiere es hier nochmal. Getränke weggenommen? Ach, es klappt nicht. Je nachdem nimmt sie sich hier hinten von ihm die Zuckerwatte. Aber das will sie jetzt irgendwie nicht. Entweder hat sie keinen Hunger oder ich habe irgendwas das letzte Mal anders gemacht. Na komm. Mädel. Hier, Zuckerwatte. Was ist das? Bitte sehr, junge Dame. Zuckerwatte! Holt euch Zuckerwatte! Guten Appetit, meine Liebe. Das schmeckt toll. Haben Sie schon mal sowas probiert? Mensch, was ich alles verpasst habe. Lass es dir schmecken. Sie geht arbeiten, oder? Ja, bei einer Zeitung. Ja, Frauen von heute machen das wohl so. Ist trotzdem nicht richtig. Die Emanzipation ist noch nicht angekommen. Sieh, diese Dame verfolgt mich hier. Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth, das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Die Dame ist nicht nur komisch, sie läuft auch komisch. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann, einmal bitte. Was macht das? Einen Silberigel. Okay. Ich werde noch ganz kurz zurückgehen. Ich bin nicht sicher, ob ich alles abgegrast habe. Aber hier ist alles ein bisschen komisch. Also, arbeiten hier plötzlich Weiße. Die Unterhaltung mit dem Sauerkraut war ja auch nicht gerade unauffällig. Und noch mehr Geld. Hier ist nichts drin. Ah, und dann können wir nach oben.
Mehr Geld. Hier, Mr. DeWitt. Danke. Ich habe meinen eigenen Goldesel. Schön. So viel Geld hatte ich noch nie. Oh, Verzeihung. Ich weiß nicht. Ist was, Kumpel? Er ist bei mir. Klar, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat eine Waffe. Wenn Sie es eilig haben, gehen Sie ruhig vor. Oh, anständig. Vielen Dank. Machen wir das? Hey. Entschuldigung. Hey, Kumpel. Hallo, jetzt häng doch mal ein. Hallo? Hallo? Hier bin ich. Warum klingeln Sie nicht? Danke. Nur weil du es gesagt hast. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit. Bleib, wo du bist! Zugriff! Was soll denn das? Schnapp sie! Keine Bewegung! Gehen Sie weg von mir! Lass sie nicht! Also, wer Elisabeth angreift, bekommt es mit mir zu tun. So nicht. Er ist getürmt! Stimmt doch gar nicht. Elisabeth! Ich will raus! Bleib mir vom Leib! Elisabeth? Haltet ihn auf! Ich leg dich um! Könnte ich ja Hilfe brauchen? Oje, oje. Wer das sagt, hat den Tod verdient. Ich bin nichts Besonderes. Also unverschämt. Hol ihn aus der Deckung! So schnell kann es wieder eskalieren. So schnell kann es wieder eskalieren. Ist ja furchtbar, wie es da wieder plötzlich zugeht. Aber es war nicht ganz unerwartet natürlich. Also zumindest für mich nicht unerwartet, weil eben, die haben sich wirklich so verdächtig verhalten. Gespräch um Sauerkraut und vieles mehr. Also in Sachen Professionalität hat die Behörde hier noch einiges zu lernen. Von einer anständigen Zivilverhandlung und einer verdeckten Ermittlung haben die noch nie was gehört. Und wenn, hatten die nur den Grundkurs. So, wir suchen ja noch Elisabeth. Das werden wir gleich auch in Angriff nehmen. Doch an dieser Stelle werde ich wieder vorerst pausieren. Wir sehen uns im nächsten Teil. Vielen Dank!